So Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. Heute mit dem DFB-Pokalspiel Werder Bremen gegen Hannover 96. Im letzten Part haben wir einen knappen 2-1-Sieg geschafft gegen den KSC Karlsruhe. War ganz schön spannend dieses Spiel. Und heute kommt die zweite DFB-Pokalrunde. Ich bin mal gespannt, ob wir es in die dritte Runde schaffen. Werder Bremen ist ja nicht gerade leicht. Aber bevor wir das machen, haben wir natürlich hier noch eine Pressekonferenz. Und da gehen wir jetzt auch hin. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. Gut. Würde Jürgen Kopp heute nicht spielen. Rotation ist wichtig. Aus knappen Spielen muss man lernen. Selbst wenn, das wird trotzdem nicht einfach. Ich denke mal, also persönlich ist ja Werder Bremen hier der Favorit, aber gucken wir mal, es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. So, mehr Zeit bleibt uns nicht mehr. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Denn gut, ja, dann würde ich sagen, ich mache die Ausstellung fertig. Nebenbei läuft die Hymne von Werder Bremen und in 4 Minuten sehen wir uns dann wieder im Stadion. Bis gleich. Für ein Jahr, wir waren immer voll da und machten Unmögliches wahr. Wir lebten Fußball mit Herz und Verstand und spielten den Rest an die Wand. Heb die Hände hoch, zeig den Werder-Schal, wir sind Meister und hoch. Deutschland klatscht Werder Applaus. In dieser Stadion am Osterdeich ist Fußball wieder zu Haus. Heb die Hände hoch, zeig den Werder-Schal. Wir sind Meister. Sie lassen ihn sie
Kasten schießen. Werder Bremen, Lebensland grün-weiß. Wir gehören zusammen. Ihr seid cool und wir sind heiß. Grüße natürlich alle in Bremen. Ich denke, ihr in Bremen habt uns immer wieder unterstützt. Ich kann euch nur gratulieren zu der Saison, denn ihr wart auch Spitzenklasse als Fans. Das ist doch der Wahnsinn! Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Wir melden uns heute aus dem Weserstadion, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Werder Bremen gegen Hannover 96. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht, ein offenes Duell, alles möglich. Und von daher glaube ich, es wird eine spannende Partie. Er wird für Ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Er ist eindeutig in Form, das zeigen schon die drei Treffer, die er in den letzten drei Partien erzielt hat. Heute stehen alle Zeichen auf ein intensives Spiel, ist ja auch völlig klar in diesem Derby. In dieses Spiel. Der Mann im Tor heißt Jiří Pavlenka. Niklas Moisander spielt mit Ömer Toprak in der Abwehr. James Maddison steht gemeinsam mit Davy Klaassen im Mittelfeld. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Ron-Robert Zieler spielt im Tor. Josip Elis spielt mit Waldemar Anton in der Defensive. Und sie starten nicht so offensiv, vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klar. Also eigentlich sind sie ja vorne in zwei Stürmer, aber fangen wir mal an. Augustinsson. Nuri Sahin am Ball. Osako. Nuri Sahin. Ballverlust. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Ostrzelek. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kann er was draus machen? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Genki Araguchi. Was macht er draus? Das wäre Abseits gewesen. Er ist da und kann den Ball hier klären. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Macht er gut. Lasagna! Oh, fast das 1-0. Und da hätte der Torwart nicht viel ausrichten können. Leider falsch getroffen. Sie verlieren den Ball. Sieht gefährlich aus. Das könnte die Gelegenheit geben.
Er schießt. Ein guter Block hier. Jetzt der Ballverlust. Toprak. Jetzt Şahin. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Schöner Pass. Klasse! Der muss da drin sein. Und da ist das 1-0. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann's weitergehen. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Osako. Klassen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Und er gewinnt den Zweikampf. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Klasse Pass. Ist hier immer noch am Ball. Osako. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Schönes Zuspiel hier. Gefährlich. Und jetzt die Chance. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Nuri Şahin. Jetzt ist Platz für den Konter. Ja, könnte was werden. Erstmal geklärt. Kann er was draus machen? Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt vielleicht. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Jetzt Şahin. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Jetzt der Eckball. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Toprak. Ludwig Augustinsson. Osako. Milo Drašica. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gefährlich aus. Stark gemacht, das könnte was werden. Ball kommt. Das war knapp. Ludwig Augustinsson. Toprak. Fängt diesen Ball ab. Der Angriff könnte was werden. Die Chance. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Klasse. Ludwig Augustinsson. Milo Drašica. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Sie holen sich den Ball. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an.
Jede Menge Platz auf dem Flügel. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Jetzt vielleicht die Flanke. Das ist ein Foul. Freistoß. So, er wird den Ball reinbringen. Und was kann daraus entstehen? Der Ball kommt. Da können Sie erstmal klären. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Nuri Sahin. Was macht er draus? Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Milo Drašica ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da haben sie den Ball. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Pass auf außen. Milo Drašica hat jetzt Anspielstation. Gefährlich. Sie verlieren den Ball. Fairer Einsatz hier. Milo Drašica. Haraguchi. Werder Bremen hat natürlich hier heute bisher die bessere Ballbesitzquote. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Viel Platz jetzt auf außen. Julian Korb. Klasse Flanke. Und das war 0. Die jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Das Tor gibt natürlich zusätzlich. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Da ist die Balleroberung. Milo Drašica. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Er fängt. Super Pass! Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Gebre Selassie. Kann er was draus machen? Jetzt vielleicht die Flanke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Das sieht vielversprechend aus. Da muss er aufpassen. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Holt euch den Ball, holt euch den Ball. Das ist zu passiv. Nuri Sahin am Ball. Osako. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Etwas später. Und er ist frei durch. Aber so ist es ab. So, gleich ist Halbzeit. Haraguchi. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. In den freien Raum. Klasse. Das und da haben wir das 3-0. Ein fantastisches Tor. Come on.
dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. So, Halbzeit. Ob diese Partie wirklich noch mal spannend ist? Für den Moment steht es hier 3-0. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mal gucken, wie es in der zweiten Hälfte weitergeht. Erstmal ohne Auswechslung. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ludwig Augustinsson. Spiel geht mit einem Wurf weiter. Haraguchi. Eingabe in die Mitte. Mit dem Kopf. Er gibt abseits. Wieder durch. Und zurecht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Sie erhalten den Einwurf. Pass auf den Flügel. Ah, das sieht gut aus. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird ab. Den hält er völlig ohne Probleme. Nuri Sahin. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Lieber Fosser. Was macht er draus? Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Milo Rashica. Gute Chance für eine Flanke. Abwehrversuch scheitert. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Den Ball spielt er raus. Genki Haraguchi. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Toller Zweikampf. Jetzt gibt's Abstoß. Und eine Auswechslung bei Bremen. Bei Werder Bremen gibt's eine Auswechslung, Buschi. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Und Schein. Harnik. Gefährlich! Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Exzellentes Zweikampfverhalten. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Und jetzt die Chance. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Ja, Nuri Sahin geht vom Platz. Der Ballverlust. Milo Rashica. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Ivar Fossum. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Super dazwischen gegangen. Milo Rashica. Viel Platz jetzt auf außen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Haraguchi. Sie verlieren den Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Martin Harnik. Klasse Pass. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Viel mit Auge. Oh, er gibt abseits. Da war der Spieler durch.
Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussieht. Panik. Jetzt müssen sie aufpassen. Tolles Tackling von ihm. Genki Haraguchi. Jetzt vielleicht. Der Pass. Stark das gemacht. 4-0. Klasse ausgespielt und dann lässt er sich die Chance nach. Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg hat. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft. Ne? Ja, die sind einfach schlecht. Da muss man nicht drum rumreden. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gute Aktion. Haraguchi. Chance lebt noch. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Harnik. Kevin Möwald. Harnik. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Super durchgesetzt. Und die Balleroberung. Wichtig. Oh, das könnte was werden. Der muss doch drin sein. Fällt das Tor doch noch. Sie kommen über den Flügel. Was macht er draus? Ja, könnte was werden. Prim. Klar, das gibt hier Einwurf. Ganz energisch. Und damit erstmal keine Gefahr, geklärt vom Torwart. Da passt er auf und kann klären. Viel Platz jetzt auf außen. Jetzt könnte er flanken. Kevin Möwald. Jetzt haben sie den Ball wieder. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Und jetzt die Chance. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Ja, schön geklärt erstmal, die Gefahr bereinigt. Ja, energischer Vorstoß. Macht er gut. Genki Haraguchi. Da ist Toprak da und kann klären. Da haben sie jetzt Platz. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Haraguchi. Das macht er gut. Die Riesenchance. Und das 5-0. Der Treffer hier aus kurzer Distanz. Das ist dann Das ist natürlich gerne alles. Das ist wirklich zweimal bitte. Ja, so ein schönes Wort, aber auch ein Top.
zu gehen ist ja auch nicht mehr. Milo Drašica, Kevin Möwald, Ludwig Augustinsson. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ballverlust. Und da klärt er ganz fantastisch. Ludwig Augustinsson. Milo Drašica. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Geht nach innen. Fängt diesen Ball ab. Philipp Bargfrede. Milo Drašica. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Philipp Bargfrede, Martin Harnik. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. So, und die letzte Auswechslung. Jetzt der Eckball. Sicher gehalten, den Kopfball. Aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Szene immer noch gefährlich. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Und das war's. 5:0. 5:0 der Endstand. Gewinnen wir gegen Werder Bremen. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Er hat 3 Tore erzielt. Am Ende darf er hier auch den Sieg bejubeln. Somit sind wir eine Runde weiter. Schöner Pass. Klasse! Er muss da drin sein. Wir gucken uns noch mal die Tore an. Schöner Pass. Klasse! Er muss da drin sein. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Mein 96 Trikot an. Schalala, 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 schalala. Julian Koch. Klasse Flanke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Die küsst man schon früher, Werner Biskup, Sigi Reich. Ist natürlich Jens Winter. Also gut, dass wir den geholt haben. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Erwartet habe ich das nicht. Schade, dass die Leiste nicht noch höher gehen kann.
Vielen Dank. Okay. Als nächstes steht das Spiel gegen Sandhausen an. Und die Frist für die Benennung des Nationalkaders. Ey, ich habe den jetzt erst ein einziges Spiel auf die Bank geschickt. Mit Malavicchia und Fanafa. Sanogo, der war eingewechselt. Gegen Enke. Malavicchia gegen Enke. Trochowski gegen Enke. Fantastisch. Die Leistung der 96. So, das Nationalkader müssen wir bald benennen, denn wir haben bald hier Länderspiele. Aber erstmal. Haben wir noch ein paar Bundesligaspiele vor uns, aber ich gucke schon mal, ob schon unser nächster Gegner im DFB-Pokal festliegt. Und das ist Holstein Kiel. Gegen die wir in letzter Sekunde noch unentschieden gespielt hatten. Tja, da bin ich mal gespannt. Was kommt denn nach dem Spiel gegen Bochum? Okay. Aber erstmal kommt als nächstes das Spiel gegen Sandhausen, dann gegen Heidenheim und dann ist mal wieder Länderspielpause. Aber Leute, das war's denn mit einem weiteren Part von FIFA 20. Wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst mir ein Like und einen Kommentar da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zum Spiel Hannover 96 gegen Sandhausen bei Let's Play FIFA 20. Das war's von mir. Bis dann.